Hallo und herzlich willkommen bei Biergold. Heute machen wir mit euch einen kleinen Produkttest. Und zwar geht es um diesen süßen Biersonikator. Das ist ein Bieraufsatz für jede handelsübliche Bierflasche. So sagt das jedenfalls der Hersteller. Und das, was uns dabei reizt, ist einfach der Punkt Biergenuss wie frisch gezapft. Bison, der verspricht einem Bierschaum aus der Flasche, der genauso geil ist wie der aus dem Zapfhahn. Und wie das funktioniert und ob das funktioniert, das probieren wir jetzt aus, Markus, ne? Ja, ich bin gespannt. Auf geht's. Los geht's. Dann machen wir das Ding hier mal auf. Oh ja. Unseren schönen Bison. Sehr schöne Verpackung. Ist ja jetzt deiner. Meinen habe ich ja schon. Der ist jetzt für dich. Genau, auf den habe ich auch nur 2 Monate gewartet. So. So, da soll ein Oberteil drin sein und ein Unterteil. So, wenn ich das jetzt fallen lasse, dann fange ich an zu weinen. Sind da Batterien mit bei? Nein. Mhm. Gut. Guck mal, da ist sogar ein bisschen Folie drauf. Das scheint das obere Teil zu sein. Vorteil. Da ist auch der On-Knopf. Nummer 2. Oh, guck mal, hier ist ein Flaschenöffner. Praktisch. Also wenn das irgendwann mal kaputt sein sollte und die Batterien nicht funktionieren und man keinen Bock mehr hat, kann man auch das Ding als Flaschenöffner nehmen. Und das scheint magnetisch miteinander. Also wer damals Lego Technik zu Hause hatte, der wird mit dem Biersonikator keine Probleme haben. Hm. Hast du deine Folie noch dran, Daniel? Nein, meine ist schon total zerkratzt. Batterien sind drin und jetzt können wir den eingebauten Flaschenöffner nehmen und unser Bier aufmachen. Super. Ja. Okay. Und das können wir raufstecken. Daniel, ist es so richtig? Ja. Ganz normal eingießen. Ganz vorsichtig, weil da wird noch genug Schaum kommen. Ja, noch ist es nicht an. Also ich, ehrlich gesagt, bin auch immer so faul und ich gieße erst ein und mache dann den Bison oben drauf. Mhm. Aber kann jeder machen, wie er will. Ja, ich kenne mich mit Bier ehrlich gesagt nicht so sehr aus. Und dann mache ich das Ganze jetzt an. Drückst du den mal da, ne? Dann drücke ich den hier mal. Ich habe nur 2 Hände. Puff, dann leuchtet es oben. Cool. Kann man glaube ich, nicht sehen. Doch da, Bison. Schick. Oh, meins ist aber gut. Das ist aber schick. So, jetzt hat sich's ausgeschaltet. Das Bison auch aus. Tropft ein bisschen? Ja, ich muss mal am besten noch so nach hinten halten, damit das vorne nicht rausläuft am Ende. Dann, okay. Dann tropft es nicht so. Dann würde ich die jetzt abbauen. Mhm. Und zum Vergleich hier einmal einfüllen. Das geht hier schon viel schneller zurück. Also die Schaumbildung, die sich hier abgesetzt hat, bleibt längst nicht so lange stehen wie im rechten Glas von mir aus gesehen. Und, also ich kann es nicht so richtig einfangen mit der Kamera, aber der Schaum ist halt einfach wirklich sehr feinporig. Der okay. Macht richtig was her, der macht richtig Spaß. Und so würde es halt normalerweise aussehen. So, trinke ich jetzt beide Bier, oder? Ja, mach mal. Also, okay, dann Prost. Also wenn man Bierschaum mag, und das tue ich, dann ist das hier sehr feinmundig, sehr weich. Liegt aber wahrscheinlich auch diesem Härtelbier. Mit Schaum schmeckt es mir besser. Ja, also würde ich schon sagen, ist der Schaum den Geschmack. Ja, weil es trinkt sich weicher. Es ist weicher auf der Zunge. Das hier schmeckt klar fast genauso, aber du merkst einfach von der... Ich will es nicht als Haptik bezeichnen, aber so wie es auf der Zunge prickelt, das ist für mich mit dem Bison angenehmer. Und der Schaum hält immer noch, das habe ich jetzt vor 2 Minuten eingegossen. Da hat sich nur ganz wenig zurückgebildet, auch wenn ich jetzt schon was abgetrunken habe. Und hier ist nichts mehr zu sehen, also gar nichts. Wenn man einen guten Anlass hat, sich den zu kaufen, weil 30, 40 Euro ist ja jetzt auch nicht so wenig, das ist ein schönes Geschenk. Für Bierliebhaber. Ja? Ja. Oder Daniel. Ja, ich bin Fan. So, Daniel, jetzt kannst du die Kamera ausmachen. Ja. Ich muss hier noch meine Bier austrinken. Und denk dran, immer schön goldig bleiben.